Wie heisst sie denn? Sie heisst eigentlich Chantal, aber ihr Spitzname ist Bebe. Du musst weiter oben, ganz nach an die Pfeil. Hey, ich kann mich da wirklich nur blamieren. Falls ihr euch gerade fragt, warum ich mich da so mässig erfolgreich beim Bauern versuche, ich wollte mit ihnen beiden über Pestizide reden. Wir stimmen diesen Sommer nämlich gerade zweimal über die Frage ab, wie die Schweizer Landwirtschaft in Zukunft mit Pestiziden umgehen soll. Er sagt, man muss aufhören zu spritzen. Weil das Langzeitfolgen, Langzeitschäden hat, die wir einfach noch zu wenig wissen. Und sie findet, es geht nicht ohne. Wir hätten den Aufwand, wir hätten Kosten und am Schluss vielleicht keinen Ertrag. Wieso gehen die Meinungen so weit auseinander? Hey, ich glaube, der ist es, dort vorne. Jetzt haben wir es geschafft. Also, wir gehen zu der Liana Waber. Sie arbeitet auf dem Hof ihrer Eltern. Sie haben Milchkühe, und aber auch Rüebli und Herdöpfel. Und sie will mir zeigen, wie sie mit Pflanzenschutzmitteln umgehen, also was sie anwendet, warum sie es macht und warum sie auch glaubt, dass es wichtig ist, dass sie das weiterhin machen können. Hallo! Jetzt haben wir gedacht, hoffentlich finden wir dich. Bist du am Arbeiten? Ja, aufräumen. Auf unserem Betrieb setzen wir Herbizide einerseits. Das ist gegen die Unkräuter, gegen die Gräser, die wir haben. Dann ein Fungizid ist bei uns wichtig, dass wir eben die Herdöpfe schützen vor den Pilzen. Und dann ein Teil ist auch noch Insektizid, das vor Insekten schützen. Wir reden hier übrigens von sogenannten synthetischen Pestiziden. Biobauern setzen auch Pestizide ein, und zwar natürliche, wie zum Beispiel das Schwermetall Kupfer. Das ist auch umstritten, weil es sich im Boden ansammelt und die Bodenorganismen schädigen kann. Wir wissen, es gibt bedenkliche Mittel, die werden auch zurückgezogen. Die Forschung geht ja dort auch weiter. Wir wissen immer wie mehr. Die wir hier einsetzen dürfen, sind alle bewilligt worden. Also wir verlassen uns eigentlich dort auf das Bundesamt für Landwirtschaft, die testen zusammen mit der Forschung. Was haben die für Auswirkungen, was haben die für Konsequenzen auf die Natur? Was die Konsequenzen von Pestizidrückständen auf die Gesundheit angeht, da ist vieles unklar. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit sagt, der Grenzwert für Pestizidrückstände in Lebensmitteln sei so festgelegt, dass kein Gesundheitsrisiko für Konsumentinnen besteht. Trotzdem gibt es WissenschaftlerInnen, die das kritisch sehen. Sie sagen unter anderem, es sei noch kaum erforscht, was für Auswirkungen die Kombination von verschiedenen Pestizidrückständen, sogenannte Cocktails, im Körper haben können. Abgesehen von den synthetischen probiert Leana aber auch immer wieder natürliche Mittel aus. Insektizid ist jetzt zurückgezogen worden gegen den Drahtwurm. Also das ist so ein Wurm, der in die Knochen geht und der das Höllenloch drin macht. Und dann ist ein Wurm drin. Das ist wirklich nicht so schön zum Schauen. Dort probiert man jetzt mit den Pilzen, die zu bekämpfen. Also es ist ein Granulat, das wir zur Saat jetzt dazugeben. Und dann werden die Drahtwürmer mit dem Pilz befallen, der in diesem Granulat drin ist. Trotzdem glaubt sie, dass es ganz ohne synthetische Mittel nicht geht. Warum? Das will sie mir auf dem Rüeblifeld zeigen. Die Rüebli hat sie Ende Winter angesagt. Also wir haben hier gespritzt, bevor die Unkraut eigentlich kam. Das Vorauflaufherbizid schaut, dass wir die Unkräuter schwächen im Vergleich zu den Rüebli. Also sind jetzt hier nur die Rüebli vorkommen. Und wir können jetzt natürlich auch sagen, wir setzen anstatt das Herbizid einsetzen, alles hacken. Es wäre noch mehr Handarbeit nötig. Wir müssen mehrere Mal aus der Tür fahren. Also es ist viel teurer, als wenn wir einfach einmal mit der Feldspritze durchfahren können. Und dann müssten wir es immer abdecken. Wir müssen hacken, umdecken. Das sind mehr Kosten, die wir hätten. Und zusätzlich könnten wir nicht mehr die Fläche Rüebli machen, also viel weniger. Ja, also würdest du sagen, es rentiert sich nicht, das anders zu machen, als ihr es jetzt macht? Mal, es kann sich schon rentieren, aber dann muss der Absatz da sein. Und im Moment ist eben der Markt gesättigt mit den Bio-Rüebli. Aber wenn wir dementsprechend mehr entschädigt werden, dann würden wir das so machen. Gegner von synthetischen Pflanzenschutzmitteln stören sich vor allem daran, dass die Mittel Rückstände im Boden und in den Gewässern hinterlassen. Die landwirtschaftliche Forschungsanstalt vom Bund, Agroscope, hat vor kurzem 100 landwirtschaftlich genutzte Anbauflächen untersucht. Und in allen hat sie Chemierückstände gefunden, wenn auch nur in geringen Mengen. Und sie haben auch in den Böden, die seit mehr als 20 Jahren biologisch bewirtschaftet werden, Chemierückstände gefunden. Agroscope untersucht gerade, ob und inwiefern der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln Auswirkungen auf die Bodenfunktionen und die Bodenbiodiversität hat.
Es gibt ja schon dann immer wieder Studien, die sagen, hey, in unseren Gewässern gibt es Rückstände in den Böden. Aber viele sind auch noch wie Altlasten. Es ist klar, dass wir noch Rückstände von Pflanzenschutzmitteln drin haben, die man vielleicht früher eingesetzt hat. Die werden nicht so, die können nicht mehr so schnell abgebaut werden, weil sie eben nicht angepasst waren. Und jetzt eben macht man mit verschiedenen Massnahmen, probiert man den Abtrieb zu reduzieren. Zum Gewässer hat man viel mehr Abstand als früher. All die Massnahmen, die man jetzt macht, die kommen, die sind im Lauf, aber man sieht es halt einfach nicht von heute auf morgen. Agroscope sagt, es sei schwierig zu bestimmen, welches Alter die Rückstände haben. Sie haben keinen Hinweis dafür, dass es sich bei den Rückständen aus ihrer Studie um Altlasten handelt. Zeit, um zu den Rüebli zu schauen. Jetzt sehen wir hier in zwei Reihen, tut man die pro Damm säen. Wir sehen, die Rüebli kommen sehr schön, es hat nicht viele Lücken. Wir sehen auch, Unkraut hat sehr wenig rum, zum Teil jetzt ein paar Gräser. Die Gräser, das Gras wird konkurrenziert, jetzt hier die Rüebli hier sehr stark. Aber solange es nur eins ist, ist das nicht schlimm. Und wir sehen eigentlich, das Vorauflaufherbizid hat sehr gut gewirkt. Aber das Herbizid zeigt bei Ihnen nur einen sehr kleinen Teil der Arbeit. Es fängt an bei der Fruchtfolge, wo wir schauen, dass wir eben eine möglichst grosse Vielfalt haben in unserer Kultur. Also, dass wir vorher hier Gras hatten und dann drüber kommen, weil das Gras tut den Boden und eben auch die Lebewesen ideal vorbereiten. Dann schauen wir je nach Sorten. Solche, die weniger anfällig sind auf pilzliche Krankheiten. So probieren wir eigentlich der Kultur möglichst gute Bedingungen zu schaffen, dass sie problemlos wachsen kann. Und falls es dann eben nötig ist, helfen wir noch mit Pflanzenschutzmitteln nachher. Und trotzdem, ganz ohne würde es nicht gehen, sagt sie. Pilzkrankheiten, die wir ohne etwas einfach nicht im Griff haben. Also wir haben viel höheres Risiko. Warum müssen wir noch Herdöpfel machen? Wir hätten den Aufwand, wir hätten Kosten. Und am Schluss vielleicht keinen Ertrag. Ja, dann würden wir keine Herdöpfel mehr machen. So wie die Leana sehen es viele Landwirte in der Schweiz. Und trotzdem gibt es Bauern, die sagen, dass man sich über eine Schweiz ohne synthetische Pestizide Gedanken machen muss. Hey, sind wir jetzt da, oder? Ein schönes Haus. Einer davon ist Florian Stucki. Er ist 25 und Landwirt auf dem Hof von seinen Eltern im Diemtigtal im Berner Oberland. Am Florian seine Eltern sind Milchbauern. Ihr Hof ist zwar kein Biohof, aber sie bekämpfen das Unkraut auf ihren Weiden ohne synthetische Pestizide. Ein Beispiel dafür sind Placken, die kann man ausreißen oder spritzen. Die Familie Stucki reißt sie aus. Neben seiner alltäglichen Arbeit versucht er in den Bergen Sachen anzupflanzen, die dort normalerweise nicht wachsen. Zum Beispiel Spargel. Das ist alles ein Ausprobieren für mich. Ich musste von Hand pflanzen, von Hand decken. Aus normalem Spargelfeld sollte kein Gras wachsen wie hier. Oder? Wenn Gras wächst, dann macht das einen dicken Rasen. Und dort kommt der Spargel weniger gut durch. Und ich könnte jetzt hier spritzen, aber das widerspricht eigentlich meinen Überzeugungen. Also probiere ich es anders. Zum Beispiel dort oben habe ich einen Versuch mit Stroh als Mulchschicht, dass es nicht wächst. Oder hier habe ich ein Vlies probiert zu decken. Und funktioniert? Also funktioniert tut es. Ich konnte ein paar Mal schneiden und am Vaters Geburtstag haben wir schon gegessen. Und ich konnte unseren Nachbarn hier geben. Und die gegessen haben, sie sind super. Die Leute haben am Anfang schon ein bisschen komisch geschaut, erzählt er. Vor allem bei seinem anderen Experiment, einem Weizenfeld. Weil ich nicht alle Jahre auf dem gleichen Bett Weizen machen kann, muss ich fürst. Und jetzt habe ich ihn hier gefragt, ob man könnte auf seinem Bett wie einen Landabtausch machen, für Weizen zu machen. Du bist schon recht souverän hier in der Schule gefahren. Hey. Ja, ich mache den Lieblingstag auch nichts anders als so zu fahren. Und man sieht jetzt hier, das ist die Weizenpflanze hier. Aus jedem Halm gibt es eine neue Pflanze. Was hat das für konkrete Auswirkungen auf deine Arbeit, wenn du jetzt hier Weizen anpflanzt und entscheidest, nicht zu spritzen? Ganz konkret. Ja, also ich muss eine Sorte auslesen, die eher tolerant ist gegenüber Pilzkrankheiten, weil ich ja nicht dagegen spritze. Und das ist vielleicht eine Sorte, die etwas weniger Ertrag hat. Ich muss vielleicht einen lückigeren Bestand führen. Je dichter, desto eher bleibt die Feuchte drin, desto eher wird es krank. In den letzten Jahren sind in der Schweiz immer weniger synthetische Pflanzenschutzmittel verkauft worden. 2019 waren es insgesamt 1078 Tonnen gewesen. Für den Florian kommt Spritzen nicht in Frage. Weil das Langzeitfolgen, Langzeitschäden hat, wo wir einfach noch zu wenig wissen. Und gesundheitlich wissen wir nicht, wie gross die Folgekosten sind. Das sind alles so Gründe, wo ich sage, einfach, wir brauchen keine Spritzmittel. Könntest du ganz konkret sagen, was bräuchte es, damit die Schweiz ohne Pestizide funktionieren könnte?
Was es bräuchte? Ja, mehr Leute, die in der Landwirtschaft tätig sind. Weil es geht nicht, dass immer weniger Leute noch mehr Fläche müssen bewirtschaften müssen. Dann kann es nur noch mit Chemie. Es braucht mehr Arbeitskräfte. Finanzierungsmöglichkeiten für Betriebe, die vorbildlich werken, die klein werken, die etwas wie bauen, investieren müssen, vereinfacht werden. Die Ausbildung muss ein bisschen anders ansetzen. Das Argument, dass man sich so vom Ausland abhängig machen würde, lässt er nicht gelten. Wir sind ja heute schon abhängig vom Ausland. Also schon das ganze Gemüse, das im Winter kommt, das kommt aus dem Ausland, oder? Bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Für mich ist das Argument nicht so ein stichhaltiges halt. Der Selbstversorgungsgrad liegt in der Schweiz bei etwa 60%. Das heisst, wir importieren 40% der Lebensmittel, die wir brauchen, aus dem Ausland. So, da könntest du mir heute den schönsten Gross reichen. Den Startpfeil müssen wir eben frisch schlagen. Okay. Ich glaube, der ist stark. Der? Ja, das sieht doch tipptopp aus. Aber wenn du dir jetzt eine Schweiz wirklich ohne Pflanzenschutzmittel vorstellst, was macht dir Freude daran, wenn du dir das vorstellst? Ja, ich sehe es nicht nur als pflanzenschutzmittelfrei. Ich sehe es eigentlich eben ein bisschen als Wandel in der Landwirtschaft. Und wenn man den Hebel bei den Spritzmitteln ansetzt, sollte das einen Rattenschwanz mit sich ziehen. Aber wenn die Leute die Veränderung überhaupt? Der Biokonsum ist in den letzten Jahren zwar gestiegen, aber er ist immer noch tief. Laut BioSwiss geben die SchweizerInnen aktuell 10,8% von ihren Lebensmittelausgaben für Bioprodukte aus. Die Leute müssen sofort lernen, dass sie die Lebensmittel in etwas wert sein müssen. Und das geht auch nicht von heute auf morgen. Bei all dem Gemüse und Weizen darf man nicht vergessen, der Florian Stucki ist Viehwirt und kein Gemüsebauer. Ich denke, die sind viel härter betroffen als wir. Wenn jetzt jemand sieht, von heute auf morgen aufhören zu spritzen, dann sind die Sorten gar nicht angepasst und dann gibt das Ernteausfälle. Das muss man hernehmen und für das soll die Politik da sein, um für so solche Fälle können, Lösungen zu erschaffen, vielleicht eine Versicherung, etwas. In der Schweiz können wir sagen, wir haben ohne Pflanzenschutzmittel. Aber dann wird entsprechend müssen wir die Produkte, den Ertrag, der fortfällt, importieren. Aber wenn man das jetzt als Übergangszeit sehen und dann würde man sich lernen, umzustellen, was bräuchte es dann? Ja, das Problem ist, ein umstellen. Wir können schon ein bisschen umstellen, aber wir können ja die Natur nicht umstellen. Also der Pilz, der wird immer da sein, der wird auch in 10 Jahren da sein. Und einen Schutz gegen den Pilz brauchen wir auch noch in 10 Jahren. Und das ist, ja, wenn sie uns sagen, stellen wir um, ja, aber dann sollten wir die Natur umstellen, dann müssen wir den Konsum umstellen, dann müssen wir weniger Food Waste verursachen. Das sind auch Sachen, die man wie von mir aus gesehen vorher muss angehen muss, bevor man die Bewirtschaftung ändern kann. Den Konsum umstellen, die Lebensmittel, die man hat, mehr wertschätzen, das sind Wünsche, die ich auch von Florian gehört habe. Von wem muss eine Veränderung kommen? Von allen zusammen gleichzeitig und nicht auf jemand anderes zeigen. Es braucht von der Landwirtschaft Bemühungen, es braucht vom Detailhandel, es braucht von den Konsumenten Bemühungen. Und wärst du bereit, etwas in deinem Konsumverhalten zu ändern? Beziehungsweise wäre es für dich überhaupt möglich? Ich bin gespannt auf Diskussionen in den Kommentaren. Hier habe ich dir noch ein Video von Lukas verlinkt. Dort befasst er sich mit der Massentierhaltung in der Schweiz. Und wenn du unsere Reportage nicht mehr verpassen willst, dann abonniere doch unseren Kanal.